nachdem wir in der letzten Folge Masovien unter Kontrolle bekommen haben und es geschafft haben, Masovien zu annektieren, fokussieren wir uns diese Folge ein bisschen mehr darauf, unsere Darlehensschulden zu tilgen und eine Armee aufzubauen, die nicht aus Söldnern besteht, die richtig viel Geld frisst, sondern eher aus unserer Rekrutenreserve. Schauen wir mal, minus 3 wird jetzt sofort geändert. Mache ich ungern, aber manchmal muss sowas auch sein, dass man das Geld für die Armee kürzt. So, einmal zurück, ihr vier könnt da oben bleiben oder nach Warschau. Zack, okay. Und dann können wir auch gleich unsere Festungen stilllegen. Einmal plus 2, 2, 3. Besser als nichts, kann man ein bisschen was aufwiegen. Die 7000 Mann Reserve kann man ja auch noch sinnvoll benutzen, um ein bisschen was aufzubauen. Schauen wir mal. So. Oh, verliere Dukaten. Nee, also, nee. Auch wenn ich das alles gern mitgenommen hätte, jetzt kann ich nichts verlieren. Thronfolger Mecklenburg, wie stark? Wie stark ist der? 38, wir sind auf 10. Ja. Mal schauen. Wir können alles rein investieren. 10 erhöht um 5. Quasi. Das heißt, zweimal können wir das machen. Und dann sind wir auf 20. Und der Mecklenburger ist auf 38. Also wenn jetzt kein Event kommt, wobei der Mecklenburger minus 10 verliert, werden wir dann nichts rein investieren. Darlehen zurückzahlen natürlich. Wenn schon, denn schon. Wofür sparen wir denn das Geld? So. Schauen wir mal. Beziehung verbessern Danzig. Ja. Wachelei ebenso. Die ich am liebsten annektieren würde. Schauen wir mal. Sobald es geht, machen wir's. Und füttern eher Moldawien. Zwei hier unten ist halt auch anstrengend. Osmane. Krieg gegen Ungarn, Venedig. Okay. Okay. Na. Wir könnten einen Krieg gegen Ungarn anfangen. Albanien wäre eh nicht dabei. Okay, die sind ja eh gerade im Krieg. Nehmen Böhmen mit rein. Mantua und Siena sind ja eigentlich nur so kleine Häppchen. Hier. Also ist nichts Starkes. Und wenn wir es schaffen, Österreich frühzeitig rauszuhauen, können wir, naja, ich sehe halt jetzt Österreich-Ungarn quasi als Goldquelle. Versuchen wir es mal. Ab nach Krakau können wir noch ein, zwei Monate vergehen lassen. Ab nach Sadeki, wenn ich es richtig ausspreche. So, ja, Norwegen, dankeschön, dass du mich spionagemäßig belästigst. Staaten können gegründet werden. Nee, komm. Erstmal nicht. Danzig hat mich beleidigt. Okay. Huh. 65. 65 ist super. Also nein, ist es nicht. Unter 50 ist super. Aber dass sie mich beleidigen. Naja, die Beziehungen werden weiter verbessert. Was soll's. Müssen weiter verbessert werden. Dann passt es. So. Geldmäßig. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Militär? 36 von 36. Ja. So. Minus 13,8. Regimenter zusammenschließen. Werden wir jetzt kein neues Geld da
ausgeben, rüber nach Krakau. So. Bekommt mal wieder ein bisschen Moral. Wissensaustausch, ja. Noch einen Monat. Und dann würde ich sagen, oh mein Gott. Jetzt muss Böhmen Stress haben. Auch Böhmen. Mensch. Ich brauche euch doch. Wir brauchen euch. Oh Mann, oh Mann. Naja, zum Glück ist das nicht im Reich Ungarn. Und Krieg haben sie ja auch mit dem Osman, Athen und so weiter. Vielleicht haut der Osman rein und verringert ein bisschen die Armee von Ungarn. Die... Okay, komm, mach mal. Die haben fast gar nichts. Ein Monat noch und dann ist es soweit. So, zack. Krieg. Böhmen hilft. Wunderbar. Eroberung von... Was von mir? Das sieht gut aus. Semplin. Und was... Oh, ne. Ja, haben wir jetzt genau das mit dem Turm genommen. Egal. Können wir jetzt auch erobern. Helfen mir wenigstens ein paar Untertanen. Oh, Moldawien hilft. Sehr gut. Sehr gut, dass sie helfen. Oh, könnte ich darüber laufen und hätte ich ein besseres Timing, wären die 5 Ungarner schon weg, aber egal. So. Klar, natürlich. Mach deine Heretiker kaputt, aber wenigstens rekrutierst du. Also Böhmen, wenigstens das. So. Oh mein Gott, Böhmen wird überrannt. Naja, wenigstens greifen die 11.000 an, wo sie auch angreifen sollen. Okay, mach mal Zemplin, Wien und Pest. Das sind so die 3 Kernprovinzen. Wenn die belagert sind, ist sozusagen alles gut. Und es geht auch ganz schön schnell voran. So. Können wir noch irgendwo Beziehungen verbessern? Ja. Litauen. Zack. Sind halt auch stark vom Osman angegriffen. Sehr gut, sehr gut. Athen. Ja. Schaden tut's nicht. Ihr könnt ruhig drüber fegen und aufrollen. Ich will eigentlich nur das Gold, damit wir die Kredite zurückzahlen können. Vielleicht etwas Land, aber das ist jetzt überhaupt gar nicht primär. Also das muss nicht sein, unbedingt. So, komm. Zack. Das eine Hammer. Jetzt Wien. Pest wird ja schon belagert. Danke Litauen. Schon auf 6. So. Stabi oder Gold? Stabi oder Dukaten? Ja. Auch wenn wir die Dukaten so dringend brauchen. Minus Steuereinnahmen global. 20 Jahre. Da haben wir halt kurzzeitig ein bisschen eine kleine Spritze. Minus 5, aber wir versuchen es. Diesen Krieg müssen wir richtig stark gewinnen. So dass wir richtig Kohle locker machen können. Von Ungarn und von Wien. Ja, Österreich. Von Wien. Jetzt habe ich die ganze Zeit Wien im Kopf. So, schaff mal Darlehen zurückzahlen. So, Durchgang. Lübeck, Hamburg, Bremen. Was macht denn ihr da wie? Kasperle Theater, Mensch. Naja, komm. Ja, aber wieso müsst ihr dann hier... Ach, nee, komm. Ignorieren wir's. Mach mal unser Zeug. Am Ende geben wir ihnen Militärzugang. Obwohl... Militärzugang. Haben wir dann eine weitere... Nee.
Ach, wir können es denen geben und wir haben keine weitere diplomatische Macht, die wegfällt. Also quasi nur, wenn wir Militärzugang haben wollen, wie es aussieht. Okay. Okay, 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 okay. Sieht ein bisschen kritisch aus. Lassen wir mal die Zeit etwas langsamer laufen. Es ist halt alles gestückelt, aber wenn sie sich vereinen, dann haben wir ein Problem. Macht meine tapferen Litauer nicht kaputt. Mensch. Was haben wir denn hier noch? Böhm. ja. 16.000 Böhmer. So, wo seid ihr? Hier unten? ja, wieso nicht? Die können wir dann aus dem Krieg raushauen und ein bisschen Geld abzwacken. Ist kein... Nicht verkehrt. Ich will eigentlich eine direkte Konfrontation der Riesenarmee vermeiden. Und Österreich so loswerden, ohne viel Stress, ohne viel Armeeverschleiß oder sowas. 21 natürlich Wien, ja, klar, schwer zu erobern. Man braucht eh 9, auch wenn es eine Zweierburg ist, hochentwickelt, deshalb ist nicht so einfach. So, Pest haben wir auch. Das ist schon mal super. Wahrscheinlich würden die jetzt schon Frieden verhandeln. Nee, knapp. Ein Punkt. Naja, egal. Wollen wir auch noch nicht. Wir wollen Geld. Gutes Geld. So. Kein Mantua. Nix, nix, nix. Siena. Aber abwarten. Siena können wir raushauen. Keine Ahnung, wie viel das ist. 6.000 Mann. Nichtsdestotrotz, 6.000 Mann, die wir weniger bezwingen müssen. Und gleichzeitig gibt es auch ein bisschen Gold. Dukaten. Also Schaden tut es nicht. So, einmal zack. 0%. Ja. Die Kredite... Jetzt gibt es Stress. Und ich... Will ich helfen. Naja, komm, wir sind bei Wien schon so weit fortgeschritten, nein. Tut mir leid. Und wir haben es auch noch geschafft, Mensch. Ohne, dass wir geholfen haben. Naja, auch sehr gut, weil 21% sind schon. Komm. Überdehnungsmäßig sieht super aus, stabilmäßig sieht super aus, die Unruhen nehmen ab. Nehmen ab, okay. Ja, hier kriegt jetzt Böhmen eins auf die Mütze. Komm, Wien, ergib dich. Falle. Okay, so. Wie sieht's aus mit Siena? Haben sie nicht zu Ende erobert? Oh mein Gott, okay. Okay, gut, dann halt nicht, ne? Das wär's. Ist es leider nicht. Was haben wir? Kriegsdauer. Österreichische militärische Stärke. Ja. Belagert Österreich was? Ich glaube nicht. Können wir noch schnell Graz belagern? So viel helfen wird das wahrscheinlich nicht. Vielleicht Kärnten. Okay. Nee. Können wir die raushauen? Ja. Keine Ahnung, was passiert ist, aber 357 sind super. Und hier auf die 13.000, dann werden die helfen. Nee.
Nee, 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 muss nicht sein. Okay, Österreich, du bist mal raus. Komm. Ja, eine Schwächung wäre besser, aber komm, jetzt erstmal Geld. Und natürlich, ja. Jetzt haben sie keine Chance. Jetzt wird Ungarn überrannt. Hat auch schon ein bisschen was hier vom Osmanen abgekriegt. Wir werden es wahrscheinlich aufsplitten in zwei Teile und dann ist es auch quasi schon im Ungarn geschehen. Also quasi ein, ja, ein Puffer-Machtblock, der sich mit Österreich verbunden hätte, ist hier dann schon raus. Aber wir wollen kein starkes Ungarn. Österreich-Ungarn schon gar nicht. Wir wissen auch gar nicht, okay, doch jetzt, das Erbe von Burgund hat Kastilien, wie es aussieht, bekommen. Können wir uns auch eigentlich anfreunden mit Frankreich oder Kastilien oder England? Haben wir noch hier drei Starke auf der linken Seite und dann schlussendlich ein bisschen gegen Osmanen oder Moskau, je nachdem, was ansteht, zu helfen. Auf jeden Fall in Verteidigungskriegen, um ein bisschen was abzusichern. Wenn ich jetzt nach Mantua gehe. Gehen wir nach Mantua, können wir das besetzen? Alles ist so dunkel. Na? Jawohl. Darlehen zurückzahlen natürlich. Wofür haben wir das schöne österreichische Geld? Böhmen. Auch zurückzahlen. Na, hier läuft was nicht. Jetzt. Irgendwie triggert das nicht, dass wir da sind. Okay, lass mal's bleiben. Erobern wir ungarische Festungen. Kann ja nur helfen. Schaden tut's nicht, ne? Okay, ja, ein paar neue Kredite. Also, versuchen wir mal gut auf Null zu kommen. Ungarn hat irgendwas besetzt, wahrscheinlich was befreit, weil wenn sie selbst besetzen, ist nicht. So, okay. Litauen will Mantua rauskicken. Wollten wir auch machen. Ja, komm, jetzt kommen sie wieder. Oh, nee, jetzt. Hätte ich das früher gesehen? Naja, komm. Einer rüber. Oder zwei. Damit das hier auch flüssig durchläuft. Arme Admin Power, aber was soll's. Zack. Okay, jetzt haben wir keine Lust mehr auf Mantua. Läuft's, Litauen? Was macht ihr? Jungs, Mensch. Ja, okay, das wird noch dauern, das wird noch dauern. Kein Problem. Wir sind hier auch nicht die Schnellsten. Aber es geht voran, immerhin. Können wir ein bisschen Geld raushauen, hoffentlich. Von den Provinzen sowieso. Also wenn man da schön draufsteht, schön brav, gibt das ja was. Also ist ja nicht für umsonst, ne? Vielleicht noch hier unten. Dass sie schön großflächig belagert sind.
Mantua früher rauszunehmen wäre auch schön. Mit Separatfrieden ein bisschen Geld rauszuholen. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Jedes bisschen zählt und... Was? Böhm ist raus? Nee. Waren die so stark belagert, oder was? Und wir haben auch keinen Freund mehr. Okay. Gut, schlecht. Wie auch immer. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Die holen wir uns langfristig wieder ins Boot oder halt jemand anders. Mantua nervt stark. Und da kommen auch viele. Hier sind wir schon bei 14. Das schnappen wir uns noch hier. Und das hier. Und jawohl, ja, komm. Okay, wenn sie jetzt herkommen und mich bedrohen und uns bedrohen, müssen wir ja auch weg. Also können wir uns ja jetzt nicht zahlenmäßig sowieso nicht stellen. Lass mal die Zeit langsam, schön langsam laufen. So. Diese 10.000 Mantua-Leute sind ja auch ätzend. Okay. Also Gold gibt's schon mal, super. Das könnte auch fast, könnte auch fast für alle unsere Kredite reichen. Teilen können wir sie auch. Und zwar richtig stark teilen. Okay. Aber 7%, 21%. Und die können wir auch noch raushauen oder belagern. Wenn die jetzt angreifen, gehen wir hier weg, ist klar. Mit unseren schönen 11.000. Ist klar. Aber das hier, wie heißt das? Oh Gott, kann man gar nicht aussprechen. Das hier können wir noch belagern. Sollen sie, ja, holt euch Pest zurück am besten. Das dauert eh am längsten und dann kriegt ihr es sowieso nicht. Bis dahin haben wir sowieso schon... Ja, sehr gut. Sogar der Feind hört auf mich. Ach Gott, ne. Okay. So, ihr da oben helfen bitte. Diese kleinen Provinzen sind relativ unnötig. Also ist jetzt nicht so... Wichtig sind die Türme. Oh, knapp. Okay, Mantua haben wir. Wie viel Geld gibt's? Mantua kommt, zack. 55. Ja, können wir separat... Können wir separat raushauen? Eigentlich haben wir alles. Also wenn wir das hier noch belagern und das hier... Warten wir mal noch kurz ab. Nehmen wir mal 2 Einheiten. Vielleicht können wir uns Grenzgebiet zu Österreich holen. Auch nicht so verkehrt, wenn das hier belagert ist. So, nein. Und dann ist halt
die Frage, ob wir separat Frieden schließen oder nicht. Aber des Geldes wegen wahrscheinlich schon. So, das hier wird noch fallen. Ja, okay. So, haben wir nur eine kleine Schlacht gewonnen. Okay, komm, 43%. Jedes zweite Mal müsste es eigentlich so gut wie durch sein. Eins. Pest verloren. Dass sie da so schnell durch sind, hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Mach mal Mantua. Separatfrieden, Gold, alles, ja. So wie es... So steht es da, so steht es geschrieben. Genau. So. Hier, okay. Das brauchen wir noch. Ohne Wenn und Aber. Hier einmal rüber, bitte. Außer es gibt hier jetzt Stress. Ne, einmal rüber nach Pest, bitte. Okay. Vom Pech verfolgt, egal. Oh Mann, oh Mann. Nein. Okay. Eine Sekunde gepennt. Gleich bestraft. Ach du Heiliger. So. Diplomacht. 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 So, einmal. Okay, wir holen uns Pest wieder. Und das war's. Das war's wahrscheinlich. Frieden. Gold. So. Gold, so viel es geht. Dukaten, so viel es geht. Sogar Pest ist drin. Bosnien, ja, Serbien, ja. Ja, was jetzt, was ist mehr von Vorteil? Ungarn teilen, Vasallen füttern, lass mal schauen. Einmal Grenzgebiet zu Österreich. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und geteilt. Und nur Ungarn hat ein Problem damit. Und Kriegsreparation, okay. Und die schnappen uns alle selbst. Also wird nicht geteilt mit weiß Gott wem. Vielleicht noch zu Bosnien. Dass wir uns hier ein bisschen ausdehnen können. Ja, sieht doch ganz gut aus. Auch eine neue Grenze zum... Ja, so machen wir das. Komm. Okay, so machen wir das. Forderung senden. Zurück, 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 zurück. Alles schön nach Krakau. Regimenter zusammenschließen. Regimenter zusammenschließen. Und jetzt... Kernprovinz, so gut es geht. Jawohl. Neue Idee. Rekrutenreserve können wir gut gebrauchen. 700 Dukaten. Ja, Jackpot. So, einmal. Können wir nicht alles tilgen. Schade, schade. Aber ein Darlehen ist übrig. 10, 20, 22 Dukaten. Okay. Ja, ja, ist schon spät, ist schon spät. So schnell läuft das alles jetzt nicht mehr heute. Oder ist früh, wenn man es so sagen will. Also. Letzten paar Dukaten zusammenkratzen. So.
letztes Darlehen. Und da haben wir schön Österreich und Ungarn uns schnieke bedient. Also wirklich. So, einmal zusammen, bitte. So, die Untertanen immer noch nicht so im Schach. Aber das liegt auch daran, dass wir nicht so eine große Armee haben. Was jetzt aber kein Riesenproblem ist, ist die Armee halt jetzt nicht so groß. Komm. Vergrößern wollen wir sie sowieso. Die Türme können wir auch schließen. Wie viele haben wir? 4. Ja, nee, können wir die oben lassen. Das ist ja jetzt quasi erledigt. Na, einen Monat noch? Okay, noch 3-4 Monate. Soll so sein. Okay. Für die Armee zahlen wir 3,80. Ja, für 15. Das liegt wahrscheinlich auch wieder an den Söldnern. So. Wachelei. Annektieren. Komm. Was haben wir? 1,85. Dann kann man 15 mehr. Das dauert noch, das dauert. Aber Wachelei ist als nächstes dran, wenn es geografisch von der Entfernung her passt. Ah, was haben wir hier noch? Bosnien jetzt. Haben wir uns noch gar nicht mit. Und Serbien. Okay. Ja. Ein Spionagenetzwerk ist doch klar. Können wir uns alles hier schön gewarnt von Venedig? Ja, komm. Können wir uns hier eigentlich schön noch bedienen? So ein kleines bisschen Balkan in our life. Und Krim eigentlich auch noch. Haben wir hier schon? Ja. Komm mal zurück. Lass mal noch kurz. Wie sieht's denn mit Krim aus? Und Krim hilft niemand. Theodoro. Ja, jetzt haben sie ein paar Freunde, aber sonst. Krim hilft niemand. Nee, das müssen wir beim Schopf packen. Komm, Darlehen. Das, und Inflation, okay. Zuerst das Darlehen. 153, komm. Endlich wieder schuldenfrei. Peter Zwegert hat geklopft und geholfen. So, einmal zack. Was ein Gefühl. Eine Dukate im Plus. Hatten wir die letzten 30 Jahre nicht. Also von dem her. Aber ja, gut expandiert, würde ich sagen. Wie schaut's aus, wenn man die Armee hochfährt? Minus 5, ja. Ja, klasse. Nein. Bleiben wir noch kurz im Plus. Lösen wir auf. Zwei Söldner annehmen. So. Wer hilft uns? Oh, Moldawien, Mensch. Nur Litauen. Und Litauen hat hier 9, 12. Ja, aber Krim ist schwach. Schauen wir mal. ...12.018 Rekrutenreserve ist nichts. Ein Monat noch. ...12+. So, ich tippe darauf, wenn wir die Armeen voll aufstocken, ja, dass es nicht so teuer sein wird. Nur ganz kurz, bis die Armee sich quasi eingependelt hat. Na,
Oh, das dauert, das dauert. Okay. Mach mal die Tower zu. Keine Lust auf neue Kredite jetzt. Ich habe da keinen Bock. Nee. So. Spionagenetzwerk Bosnien läuft. Plus 1,1. 16.000. Ja, das ist natürlich nicht so schmackhaft. So. Schauen wir mal. Armee minus 10, das ist es. Aber nur solange sie vergrößert wird, sonst... Einmal die 200 noch und dann war's das. So. Haben wir auch gleich Bosnien. Ein kleines Ansprüchchen. Mehr ist es ja auch nicht. Und Serbien. Na komm, hier Bosnien. Müssen wir warten, bis aktualisiert ist. So, zack, zack. Ja. Können wir auch wieder ein bisschen Geld abzwacken. Das ist ja auch kein großes Ding. Wie stark sind sie denn? Schwach. Und Serbien, auch schwach. Ja, sehr, 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 sehr gut. So, wie sieht's aus mit der Überdehnung? Im vollen Gange, auch gut. Stabi 2 ist natürlich super. Einmal noch Infanterie mehr, bitte. Okay. Auf den warten wir noch. Einmal 19. Ein mehr noch, dann haben wir 20. So. Das müsste ja auch ein bisschen die Untertanen knackiger halten. Okay. Und dann würde man sagen, Kasan, naja, komm. Eroberung. Jiddisch cool. Oder Bosnien. Oder beides. Mach mal erstmal die Krim. Steht schon länger auf der Liste. Auf der Abschussliste. Okay. Ah ja. Böhm ist ja nicht mehr mit uns verbündet, Mensch. Als feindlich. Ne. Eigentlich wart ihr ein guter Freund. Mensch. Okay, einen Freund müssen wir uns noch suchen. Schauen wir mal. wahrscheinlich einer der drei Kandidaten hier im Westen. Zack, zack. Und damit, mit diesem wunderschönen Kriegsbeginn, machen wir noch Kriegssteuer, dass man da nicht ganz so wieder finanziell schlecht dasteht. Aber wir haben Krieg und haben natürlich auch ein bisschen was erobert und alle Darlehen sind weg. Also schuldenfrei ist schon mal... sehr gutes Gefühl. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund und macht's gut.